Ich möchte heute über die Implikationen von Metta in unserem Alltag sprechen und euch zuerst ein Gedicht von Hafiz vorlesen. Er war ein Mystiker in der islamischen Tradition. Es heißt Menschlich werden. Es kam einmal ein Mann zu mir und sprach stundenlang über seine großen Gottesvisionen, die er zu fühlen glaubte. Er bat mich um Bestätigung und fragte, sind diese wundersamen Träume wahr? Ich antwortete, wie viele Ziegen besitzt du? Er entgegnete erstaunt, ich spreche von erhebenden Visionen, und du fragst nach Ziegen? Und wieder sprach ich und sagte, ja, Bruder, wie viele besitzt du? Nun, Hafiz, ich hab 62. Und wie viele Frauen? Wieder entgegnete er erstaunt, 4. Wie viele Rosenbüsche in deinem Garten? Wie viele Kinder hast du? Leben deine Eltern noch? Und fütterst du die Vögel im Winter? Und er antwortete auf alles. Dann sagte ich, du fragst mich, ob ich deine Visionen für wahr halte. Ich würde sagen, dass sie es wären, wenn sie dich menschlicher machten, freundlicher zu jeder Kreatur und zu jeder Pflanze, die du kennst. Ja, das eine ist, was wir auf dem Kissen kultivieren, und das andere ist, wie wir dann im ganz gewöhnlichen Alltag da draußen sprechen, entscheiden, handeln. Können wir das, was wir hier kultiviert haben, tatsächlich auch manifestieren in der Welt, in unserem Leben? Können wir es in diese Bereiche tragen, in diese Räume, wo Termindruck herrscht, dort, wo Dinge erledigt werden müssen, dort, wo man sich mit anderen Menschen auseinandersetzen und sich einigen muss? Ich hoffe schon, dass die Samen, die wir hier in der Stille kultiviert haben, sich in ganz vielfältiger Form in unserem Leben zeigen werden, weil das ist ja der Zweck der Sache, eine Transformation unseres Herzens, welche sich dann hoffentlich auch in unseren Handlungen zeigt. Wir könnten sagen, dass unsere Praxis sich in unseren Handlungen im Alltag manifestiert, im guten Fall. Aber genauso gut könnten wir umgekehrt sagen, das ist genauso gültig, dass auch das Handeln im Alltag eine Form von Praxis ist. Dass es wirklich für die Kultivierung auch darauf ankommt, wie wir unser Leben leben. Es wäre wirklich künstlich, so eine Trennung zu schaffen und zu sagen, okay, jetzt im Retreat bin ich voller liebender Güte und dann gehe ich zurück hinaus in diese wilde Welt und falle einfach zurück in meinen gewohnten Lebensstil und in meine normalen Gewohnheiten. Praxis kann wirklich immer und überall stattfinden. Das ist der Punkt, im Retreat genauso wie im Alltag. Wir könnten sogar sagen, unsere ganz normale Lebenswelt ist unser Meditationszentrum, nicht nur dieser Ort hier im Chiemgau. Wir können überall praktizieren, achtsam sein, freundlich sein, beim Einkaufen, bei der Arbeit, im Studium. Es gibt so viele Gelegenheiten. Ich habe mal die Geschichte gehört von einem Praktizierer, einem Zen-Praktizierer in New York, der hat in seiner Wohnung ein kleines Schild über der Eingangstüre befestigt, also von innen her, da hat er drauf geschrieben Zen-Dojo. Das heißt, jedes Mal, wenn er hinausging in die Welt, ging er ins Zen-Dojo. Das finde ich sehr schön als Symbol. Wir gehen hinaus, um in der Welt zu praktizieren. Und eigentlich ist auch die Welt ein super Ort, um Freundlichkeit zu üben. Also gerade für liebende Güte ist der ganz normale Alltag eine super
ein super Übungsgelände. Und ich möchte jetzt so auf ein paar Bereiche eingehen, wo wir eben üben können. Ja, als erstes möchte ich auf Dana, auf Großzügigkeit eingehen. Das habe ich ja heute Nachmittag schon kurz angesprochen. Wir könnten wirklich sagen, dass Großzügigkeit eine Form, ein Ausdruck von liebender Güte ist. Der Dalai Lama sagt, Großzügigkeit ist der natürlichste äußere Ausdruck einer inneren Haltung des Mitgefühls und der liebenden Güte. Wenn wir einem Wesen gegenüber so freundliche Gefühle haben, dann ist es völlig natürlich, dass wir gerne etwas geben wollen, dass wir schenken wollen. Das können wir bei vielen Eltern sehen, die wahnsinnig viel Zeit und Energie und Geld für ihre Kinder einsetzen. Sehr selbstlos. Aber wir sehen es auch gegenüber Freundinnen, Freunden, dass es einfach eine Freude ist, ein Geschenk zu geben, etwas anbieten zu können. Großzügigkeit ist eine ganz, ganz grundlegende Qualität für den spirituellen Pfad. Und der Buddha hat, wenn er Belehrungen gegeben hat, oft als allererstes über Großzügigkeit gesprochen. Das war immer die allererste Belehrung, wenn er neue Menschen kennengelernt hat, getroffen hat, dass er über Großzügigkeit gesprochen hat. Das ist wie das Fundament der gesamten Praxis. Und das Schöne daran ist, dass Großzügigkeit eben eine Praxis ist, die völlig unabhängig ist von Alter, von Intelligenz, von Reichtum, von Status, von meditativen Fähigkeiten. Großzügigkeit braucht kein jahrelanges Studium irgendwelcher heiliger Texte. Es braucht auch nicht das Lernen von komplizierten Rituale. Es ist etwas, was wir alle schon können, und schon ganz kleine Kinder sind oft spontan großzügig. Und doch ist eben Großzügigkeit eine sehr machtvolle und sehr heilsame Qualität. Sie hat eine enorm positive Wirkung auf uns. Sie macht uns glücklich, weil jedes Mal, wenn wir etwas geben, findet eigentlich ein Akt des Loslassens statt, oder? Ich halte etwas und ich gebe es, ich lasse es los. Wir üben uns im Loslassen. Und genau um das Loslassen geht es auf diesem ganzen Pfad. Auf diesem Pfad zur Befreiung geht es nicht um das Gewinnen von irgendwelchen Dingen, sondern um das Abfallen von falschen Sichtweisen, um das Loslassen von Anhaftungen, von Festhalten wollen, von Fixieren wollen, lernen zu entspannen. Das ist die Essenz des Pfades. Und das üben wir ganz praktisch in der Großzügigkeit. Es gab mal einen tibetischen Lehrer, der hat seinen Schülern und Schülerinnen wirklich empfohlen, sie sollen Großzügigkeit üben. Und er hat gesagt, also wenn es euch ganz, ganz schwer fällt zu geben, dann nehmt einfach mal eine Orange in die eine Hand und dann tut ihr die Orange in die andere Hand und lasst. Ja, und dann nehmt ihr die Orange und tut sie wieder in die andere Hand. Das ist so der allererste Schritt, Großzügigkeit 1.0, einfach mal von der einen Hand in die andere. Und dann können wir es dann vielleicht mal versuchen, jemand anderem zu geben, loslassen. Ja, es ist etwas, was wir einüben, loslassen, hergeben. Und Großzügigkeit hat enorm positive karmische Konsequenzen, weil jedes Mal, wenn wir etwas geben, entsteht erstens Freude, das ist eine karmische Wirkung von Geben, und es entsteht auch ein Gefühl von Reichtum, paradoxerweise. Wenn ich etwas hergebe, dann merke ich, ich habe ja etwas zu geben, und das kann zu einem Gefühl führen von: Ich bin jemand, der etwas zu geben hat. Da ist ein Reichtum. Ich stecke nicht in dieser Falle fest von: Ich habe nie genug für mich, ich muss alles für mich bewahren,
sondern indem ich gebe, merke ich plötzlich, ah, da ist Reichtum. Der Buddha hat über die Wirkungen von Großzügigkeit gesagt, wüsstet ihr ebenso viel über die Macht des Gebens wie ich, nehmet ihr keine einzige Mahlzeit zu euch, ohne sie zu teilen. Alles, was wir zu uns nehmen, immer auch schon wieder teilen, weil wir wissen, das hat so positive Wirkungen. Und im Zen machen sie das heute noch rituell, dass man bei einer Mahlzeit das, was man bekommen hat, immer wieder einen ganz kleinen Teil zurückgibt. Ja, das ist ein Teil dieses Wiederloslassens. Also Großzügigkeit ist eine enorm simple Praxis im Grunde genommen und es ist eine sehr machtvolle Praxis, weil sie unseren Geist wirklich transformieren kann und der Tendenz, dieser sehr giftigen Tendenz des Festhaltens entgegenwirkt. Und der Buddha sagte auch, geben bringt einen fünffachen Segen, Beliebtheit, edlen Umgang, guten Ruf, sicheres Auftreten, himmlische Wiedergeburt, wenn man das anstrebt. Aber Großzügigkeit ist auch das Fundament unserer Beziehungen, unserer ganzen Gesellschaft. Wir könnten nicht zusammenleben, wenn nicht tagtäglich Menschen auf der ganzen Welt großzügig wären zueinander, entgegenkommend. Wir sind alle tagtäglich angewiesen auf die Großzügigkeit anderer. Wir sind immer sowohl im Empfangen als auch im Geben. Und wenn man anfängt, wirklich so zu sehen, wie im Leben ständig so ein Austausch stattfindet, in alle Richtungen, dann kann das wahnsinnig beglückend sein, so zu merken, ich bin Teil eines Flusses, da fließt Energie, Zeit, Zuwendung in alle Richtungen. Ich bekomme von der einen Person unverhofft etwas, ich gebe es jemand anderem weiter. Es fließt durch mich hindurch und dadurch nehme ich auf eine wunderbare Weise teil an diesem Lebensprozess. Und es gibt so viele Dinge, die man geben kann, wo man großzügig sein kann. Man kann jemandem Zeit schenken. Man kann jemandem Aufmerksamkeit schenken, wirklich zuhören, nicht innerlich schon wegschweifen und denken, wann kann ich endlich gehen, wann fährt mein Zug. Ich bin da, ich schenke meine Aufmerksamkeit. Wir können materielle Dinge schenken. Wir können unsere Hilfe anbieten. Oder hier im Retreat, ihr habt in ganz vielen Formen habt ihr mitgeholfen, dieses Retreat zu ermöglichen, durch eure Arbeitsmeditation, durch die Glocken. Das ist auch Großzügigkeit. Ja? Also, ich finde immer, Großzügigkeit schafft auch eine wunderbare Verbindung zwischen Menschen. Etwas zu geben, etwas zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch der tiefere Grund, warum wir gerne Geschenke geben Menschen. Es schafft eine Art von Beziehung, eine Verbindung. Natürlich nimmt das manchmal ein bisschen komische Auswüchse an, jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wenn es ein bisschen ausufert, diese Geschenkewut. Aber eigentlich ist ein schöner Impuls dahinter, eine Verbindung herzustellen zu einem Menschen, dadurch, dass ich etwas schenke, dass ich etwas hergebe. Und wir können da wirklich auch damit praktizieren. Wir können Achtsamkeit hineinbringen. Joseph Goldstein schreibt, ein Teil der Lehre über Großzügigkeit ist es, sich bewusst zu sein, wie es sich anfühlt, sowohl wenn wir den Impuls haben, als auch beim Akt des Gebens selbst. Normalerweise gibt es ein großes Gefühl der Verbindung und Intimität im Akt des Gebens. Und dann, wie fühlt es sich danach an, wenn wir über die Tatsache nachdenken, dass wir großzügig waren? Nicht auf eine Art und Weise des Egos, sondern als Anerkennung des heilsamen Geisteszustandes. Wir beginnen, die Worte Buddhas über den Dharma zu erfahren. Gut am Anfang, gut in der Mitte, gut am Ende.
Also, wenn wir etwas Heilsames tun, dann ist schon am Anfang ein positives Gefühl, ein heilsames Gefühl. Manchmal ist schon nur der Gedanke, ich werde der Person etwas geben oder ich werde die Person anrufen. Das ist schon positiv. Das ist schon eine Vorfreude auf den Akt. Dann im Akt selber ist Freude und im Nachhinein können wir uns erinnern an unsere Großzügigkeit. Also dreifache Freude für einen Akt. Das ist das Schöne. Gut, dann kommen wir zum ethischen Handeln. Die Qualität von Metta fördert auch ethisches Verhalten. Oder eigentlich müsste man sagen, ethisches Verhalten ist ein total natürlicher Ausdruck von Metta, von Freundlichkeit. Wenn uns das Wohl anderer Wesen wirklich am Herzen liegt, dann verbietet es sich ja eigentlich, dass wir diese Wesen absichtlich schädigen möchten, sei dies durch unsere Worte oder unsere Taten. Also wir handeln rücksichtsvoll, feinfühlig, nicht weil wir brav sein wollen, nicht weil wir gelobt sein wollen, sondern einfach aus Wohlwollen heraus, aus Freundlichkeit heraus. Und das hat der Buddha mal sehr klar gesagt, dass wenn jemand diese Freundlichkeit kultiviert hat, dass eine solche Person nicht mehr in der Lage ist, unethisch zu handeln. Er sagte, was meint ihr, ihr Praktizierenden, wenn da ein Kind schon von frühester Kindheit an die Befreiung des Herzens durch Güte entfaltet hätte? Würde es dann noch böse Taten verüben? Gewiss nicht, ja, sagten die Mönche und Nonnen. Ethisch zu handeln ist auf eine Art auch eine Art von Großzügigkeit, denn indem wir integer sind in Wort und Tat, schenken wir den Wesen um uns herum das Geschenk der Angstfreiheit. Die tibetische Nonne Jetsunma Tenzin Pamo hat einmal geschrieben, alle Wesen sollen sich in unserer Gegenwart sicher fühlen und wissen, dass sie von uns nichts zu befürchten haben. Wir werden sie nicht töten, wir werden ihnen nicht ihr Eigentum wegnehmen, wir werden sie nicht betrügen, anlügen oder sexuell missbrauchen. Und weil wir nicht unter dem Einfluss von Rauschmitteln sind, können wir kontrolliert agieren, so dass sie sicher sind bei uns. Und das stimmt wirklich. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn wir das Gefühl haben, eine Person ist ethisch integer, da können wir uns entspannen. Wir müssen nicht mehr immer auf der Hut sein. Das ist ein Riesengeschenk, das ein Mensch anderen machen kann. Und ethisches Verhalten findet nicht nur in ein paar großen Momenten statt, sondern eigentlich ist unser ganzer Alltag durchdrungen von ethischen Entscheidungen, von ganz vielen kleinen und großen Akten, die alle eine ethische Qualität haben. Ich habe ja am ersten Abend die 5 Übungsregeln erwähnt, ich möchte sie noch einmal kurz aufzählen. Vor allem jetzt auch im Hinblick auf den Alltag, nicht auf das Retreat-Setting. Also die erste Übungsregel ist, dass wir uns in Gewaltlosigkeit üben, indem wir es vermeiden, Lebewesen absichtlich zu verletzen oder zu töten. Wir üben uns bewusst darin, Leben zu achten und zu schützen. Also das Wichtige hier ist absichtlich, ja, wenn man über eine Wiese geht und da ist halt irgendeine Ameise leider unter unserem Wanderschuh. Das haben wir nicht absichtlich gewollt. Es geht nicht darum, weil so könnten wir nicht mehr leben. Wir könnten uns nicht mehr bewegen. Aber es geht darum, dass wir nie aus Absicht heraus einem Lebewesen das Leben wegnehmen. Gut, es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, wenn die Termiten unser Haus auffressen. Dann muss man wohl einen Weg finden. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber dass wir im Allgemeinen versuchen,
Leben zu schützen. Ja? Wirklich Respekt zu haben vor diesen Lebensformen, weil auch die winzigsten Insekten wollen eigentlich glücklich sein, genauso wie wir. Und es sind eben Übungsregeln. Es heißt nicht, mach das ja nie, sonst kommst du in die Hölle, sondern es sind Übungsregeln. Es sind so wie Leitlinien, die uns helfen, da Achtsamkeit hineinzubringen in unsere Handlungen, dass wir genauer hinschauen, was mache ich da eigentlich? Was hat das für Folgen? Dann üben wir uns darin, Stehlen zu unterlassen, das heißt, nichts zu nehmen, was uns nicht freiwillig gegeben wurde. Und positiv gedreht, wir üben uns in Großzügigkeit. Das ist die zweite Übungsregel. Und da gibt es natürlich im Alltag auch ganz, ganz viele Situationen, wo diese Regel anwendbar ist. Wie ist es, wenn ich einen Kugelschreiber aus dem Büro mitlaufen lasse oder Kopien im Büro mache? Zählt das schon? Wie ist das beim Ausfüllen der Steuererklärung? Wie ehrlich sind wir da? Es gibt so viele Situationen, wo wir unsere Achtsamkeit verfeinern können, unsere Ethik verfeinern können, immer genauer hinschauen, nehme ich da etwas, was mir nicht angeboten wurde? Dann das dritte ist, wir üben uns darin, jegliche Form von sexuell-erotischen Aktivitäten zu unterlassen, durch welche wir uns selber oder anderen Wesen Leiden zufügen könnten. Also es geht nicht darum, dass man keine Sexualität mehr leben sollte, aber wirklich immer sich im Klaren zu sein, in welchem Kontext lebe ich sie, verletze ich hier möglicherweise jemanden. Und umgekehrt heißt das positiv, wir bemühen uns, Liebe und Sexualität in einem Rahmen von respektvollen Beziehungen zu leben. Die vierte Übungsregel ist, dass wir uns in Wahrhaftigkeit der Rede und im Vermeiden von Unehrlichkeit, Klatsch und übler Nachrede üben wollen, sowie im Vermeiden von Uneinigkeit stiftender Rede. Also nicht lügen, nichts Unwahres verbreiten, nicht einfach über andere Abwesende klatschen, irgendwelche Gerüchte weitertragen, die vielleicht überhaupt nicht stimmen. Aber auch nicht Dinge sagen, wo wir genau wissen, die stiften Konflikt, die stiften Uneinigkeit in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft. Und positiv wollen wir uns in einer achtsamen Rede üben, die ehrlich ist, hilfreich und freundlich. Die fünfte Übungsregel ist, dass wir uns darin üben, auf den Konsum von Rauschmitteln und Drogen, welche den Geist trüben, zu verzichten und dass wir bewusst einen klaren Geist kultivieren wollen. Es ist wirklich so, dass wenn wir zu viel Alkohol getrunken haben, einfach nicht mehr zurechnungsfähig sind und zum Teil dann Dinge tun, die wir nachher bereuen. Jetzt gerade kürzlich war in der Schweiz so ein Gerichtsfall, da hat wirklich ein junger Mann im Vollsuff, im Rausch, hat er einen Deckel der Kanalisation auf andere Fußballfans runtergeworfen. Ich meine, das ist so dumm. Und er hat sich er konnte das wie nicht einsehen, wie dumm das war. Der war einfach so besoffen, oder? Und wenn wir das wissen, dann ist es besser, wenn wir einfach auf solche Stoffe verzichten oder, wie es manche auch machen, bei Alkohol einfach das wirklich auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist dann wirklich eine persönliche Entscheidung. Ja, also soweit Freundlichkeit, die sich manifestiert in ethischem Verhalten. Dann möchte ich jetzt noch einmal spezifisch auf die Kommunikation eingehen. Also das habe ich ja jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber noch einmal ausführlicher. Einfach weil Sprache und Kommunikation so ein wichtiger Teil unseres Zusammenlebens sind. Es beeindruckt mich immer wieder zu sehen, welche Macht Worte haben können. Also sowohl die gesprochenen Worte, die geschriebenen, als auch die nicht ausgesprochenen Worte. Oft ist
die Art, wie wir kommunizieren, fast machtvoller als was wir kommunizieren. Also Freundlichkeit kann heißen, dass wir nicht auf eine harsche, grobe, abfällige oder verletzende Weise sprechen. Dass wir weder sarkastisch noch zynisch sprechen. Eigentlich ist es ja so, Worte sind im Prinzip nur Schallwellen, die auf unser Gehör treffen, zunächst einmal, ja. Und es braucht einen ziemlich komplizierten Verarbeitungsprozess im Gehirn, bis dann diese Schallwellen identifiziert worden sind als zum Beispiel du Idiot. Und obwohl das nur Schallwellen sind, kann so ein Wort einen Menschen enorm treffen. Das wissen wir alle, wenn wir schon mal die Empfängerinnen, Empfänger waren solcher Worte. Worte können massiv verletzen, können wirklich wie Waffen eingesetzt werden. Wenn wir so etwas hören, dann ziehen wir unwillkürlich zusammen, wir werden kleiner, wir verkrampfen uns, wir fühlen uns wertlos, wir schämen uns. Und wie oft haben wir vielleicht solche Worte gehört in unserer eigenen Geschichte und vielleicht sogar verinnerlicht? Und wo und wann haben wir selbst Worte als Waffen eingesetzt gegenüber anderen, um sie genau an ihrem schwächsten Punkt zu treffen? Ja, manchmal sagen wir auch etwas und wollen im ersten Moment nicht anerkennen, dass das verletzend war. Und erst wenn das Gegenüber dann sagt, du, das trifft mich jetzt, aber wachen wir vielleicht auf und merken, ups, ja, das war jetzt nicht nett. Ja, also wir können da wirklich eine Übung daraus machen, zu achten darauf, was für Worte spreche ich? Wie spreche ich? Kann ich auf eine Weise sprechen, dass meine Worte ein Ausdruck und Transportmittel von Freundlichkeit sind, von Verbundenheit, von Wertschätzung? Es braucht nicht viel, nur die Frage, wie geht's dir zum Beispiel? Oder ein kleines Kompliment. Also wenn wir da achtsamer werden, wie machtvoll Worte sind, dann können wir auch wirklich mehr aufpassen, was kommt da zu meinem Mund raus. Ich möchte euch einen kurzen Text von Dogen lesen. Die Sennis kennen ihn wahrscheinlich, der große Meister aus dem 13. Jahrhundert in Japan, Zen-Meister. Worte der Liebe bedeuten, den leidenden Wesen mit einem zuneigungsvollen Herzen zu begegnen und gütige Worte an sie zu richten. Es sind keine bösen und rüden Worte. Überall in der Welt geziemt es sich, nach dem Befinden zu fragen. Und auch auf dem Buddha-Weg sagen wir, leb wohl oder wie geht es Ihnen? Wenn wir mit Worten sprechen, die die leidenden Wesen mit einem gütigen Herzen bedenken, so als wären sie unsere neugeborenen Kinder, dann sprechen wir Worte der Liebe. Wo wir Tugend finden, sollen wir loben. Wo wir keine Tugend finden, müssen wir uns erbarmen. Wenn wir erst eine Neigung für Worte der Liebe entwickeln, werden die Worte der Liebe allmählich mehr und mehr werden. Auf diese Weise werden sich auch Worte der Liebe vermehren, die bis dahin unbemerkt und unsichtbar waren. Solange das Leben dieses Körpers währt, sollten wir mit Vergnügen Worte der Liebe sprechen und auch in der nächsten Welt, in kommenden Leben, keine Rückschritte damit machen. Den Hass der Feinde zu bezwingen und die Minister auszusöhnen, gelingt nur aufgrund von Worten der Liebe. Wenn wir Worte der Liebe von unserem Gegenüber hören, hält sich unser Gesicht auf und wir freuen uns von Herzen. Wenn wir Worte der Liebe auf Umwegen hören, prägen wir sie uns ein in Herz und Seele. Wisse, dass Worte der Liebe einem liebenden Herzen entspringen und dass der Keim eines liebenden Herzens ein Herz der Güte ist. Lerne, dass Worte der Liebe
die Kraft haben, den Himmel umzuwenden. Ja, wir haben die Kommunikation über Worte, aber es gibt auch den ganzen großen Bereich der Kommunikation durch Mimik, durch Gestik, die ganze nonverbale Kommunikation. Und auch das ist ein großes und interessantes Übungsfeld. Selbst gegenüber Fremden können wir immer wieder darauf achten, ja, was ist eigentlich mein gewohnter Gesichtsausdruck? Wie gehe ich eigentlich durch die Welt? Was trage ich so mit mir herum, wenn ich in der U-Bahn bin, wenn ich durch die Stadt herumgehe? Bin ich gewohnheitsmäßig immer so ein bisschen genervt? Habe ich immer so ein bisschen eine gerümpfte Nase, wenn ich durch die Welt gehe? Oder eher kritisch oder offen, neugierig? Einfach ein bisschen uns achten. Nicht, dass wir jetzt künstlich immer lächeln sollten, aber uns darauf achten, wenn wir gewohnheitsmäßig vielleicht so ein bisschen einen motzigen Gesichtsausdruck herumtragen. Manchmal kann schon ein ganz kleiner Anlass, vielleicht nur ein freundlicher Blickkontakt zu einer Person, die sich zu uns ins Abteil setzt, eine ganze Zugsfahrt total verändern. Ich muss sagen, früher war ich wirklich immer so ein bisschen, ah nein, jetzt setzt sich da jemand zu mir ins Viererabteil, das war doch meins. Und ich habe das die Person auch ein bisschen spüren lassen, also mit meinem Gesichtsausdruck, ich habe nichts gesagt. Aber mittlerweile habe ich mir wirklich angewöhnt, die Person anzulächeln und zu sagen, oder nichts zu sagen, wenn sie fragen, ist da frei, natürlich, oder einfach sie anzulächeln und zu signalisieren, willkommen. Ja. Und dann ist nämlich das gemeinsame Zugfahren sehr angenehm. Viel angenehmer, als wenn ich die Person so zähneknirschend reinlasse in mein Abteil. Also solche Dinge können einen extrem großen Unterschied machen. Da können wir auch wirklich manchmal helfen, eine Situation zu verändern. Gerade kürzlich stand ich in einem Laden in einer Warteschlange und zwei Personen vor mir war eine Frau und irgendwie klappte die Zahlung nicht mit der Karte und dann musste sie in ihrer Handtasche wühlen und etwas anderes suchen. Und ich habe gemerkt, wie die Spannung in der ganzen Warteschlange stieg. Die Personen hinter mir wurden so ein bisschen unruhig und so. Und dann hat der Blick des Mannes vor mir und mein Blick haben sich kurz gekreuzt und wir haben uns einfach kurz angelächelt und so gegrinst. Und dann hat er einen Spruch gemacht und daraufhin hat die Verkäuferin auch einen Spruch gemacht und dann plötzlich war die ganze Atmosphäre anders. Plötzlich hat es sich entspannt und es war überhaupt kein Problem mehr. Aber es war einfach so am Anfang diese Spannung, jetzt findet sie ihre Karte nicht. Und ja, das sind so Mini-Situationen, so Mikrosituationen, wo schon nur ein Lächeln wirklich etwas verändern kann. Dann eine weitere Form von Metta im Alltag ist das gute Sehen in uns und in anderen. Wenn Metta im Geist ist, dann verändert sich auch unsere Wahrnehmung. Dann nehmen wir uns selbst und die Welt anders wahr, nämlich freundlicher, wohlwollender. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass Metta diese Qualität hat, dass es immer das Positive sieht in einem Wesen. Also es ist diese Fähigkeit, etwas wahrzunehmen und wertzuschätzen, das wir sehr leicht übersehen würden vielleicht. Das, was gut ist, was liebenswert ist. Das heißt nicht, dass wir das, was nicht gut ist, einfach verleugnen. Also Metta ist nicht einfach so eine Art Selbst. Täuschung oder positives Denken, wo man nur noch mit einer rosaroten Brille durch die Welt geht. Absolut nicht. Da ist ganz klar das Wissen, ja, es gibt negative Seiten, aber ich kann mich entscheiden, das Positive auch zu sehen und wertzuschätzen. Und das ist etwas, was wir im Alltag wirklich auch üben können. Wir können einüben im Alltag, andere Menschen durch diese Metabrille anzuschauen oder Situationen durch die Metabrille anzuschauen.
nicht sofort herummotzen, was sie jetzt wieder falsch gemacht haben, sondern versuchen wertzuschätzen, dass sie sich Mühe gegeben haben. Nicht sofort eine negative Absicht unterstellen zum Beispiel. Ich möchte euch dazu eine Geschichte aus dem Hinduismus vorlesen. Lord Krishna wollte die Weisheit seiner Könige testen. Eines Tages ließ er einen König namens Duryodhana zu sich rufen. Duryodhana war im ganzen Königreich für seine Grausamkeit und seinen Geiz bekannt, und seine Untertanen lebten in Entsetzen vor ihm. Lord Krishna sagte zu König Duryodhana: Ich will, dass du die ganze Welt bereist und mir einen wahrhaft guten Menschen findest. Duryodhana antwortete: Ja, Lord Krishna, und machte sich gehorsam auf die Suche. Er begegnete vielen Leuten und sprach mit ihnen, und nachdem lange Zeit vergangen war, kehrte er zu Lord Krishna zurück und sagte: Ich habe getan, wie geheißen, und die ganze Welt nach einem wahrhaft guten Menschen abgesucht. Er ist nicht zu finden. Alle sind selbstsüchtig und böse. Nirgends gibt es diesen guten Menschen, den du suchst. Lord Krishna schickte ihn fort und ließ einen weiteren König namens Dhammaraja zu sich holen. Er war ein König, der für seine Freigebigkeit und Güte bekannt und beim ganzen Volke wohlbeliebt war. Krishna befahl ihm: König Dhammaraja, ich will, dass du die ganze Welt bereist und mir einen wahrhaft bösen Menschen findest. Auch Dhammaraja gehorchte und begegnete auf seinen Reisen vielen Leuten und sprach mit ihnen. Nachdem lange Zeit vergangen war, kehrte er zu Krishna zurück und sagte: Lord Krishna, ich habe versagt. Es gibt Leute, die irregeleitet sind, Leute, die aus Blindheit handeln, aber nirgends konnte ich einen wahrhaft bösen Menschen finden. Trotz all ihrer Fehler sind sie im Herzen gut. Wir sehen die Welt so wie unser Geisteszustand. Wir sehen das, was in unserem Geist präsent ist. Das ist wirklich interessant. Schauen wir die Welt durch die Brille der liebenden Güte an, dann sehen wir eine andere Welt, als wenn wir die Welt durch die Brille des Ärgers, des Hasses anschauen. Ja, dann, also wir hatten Dana, Großzügigkeit, wir hatten ethisches Handeln, freundliche Rede, die Art, wie wir wahrnehmen, das Gute wahrnehmen. Und jetzt möchte ich noch zur größeren Perspektive kommen, also die Sicht der Nichtgetrenntheit, die wir auch leben können, manifestieren können. Wenn wir liebende Güte und Warmherzigkeit wirklich kultivieren, dann geht uns mehr und mehr auch wirklich die Verbundenheit mit allen Wesen auf. Nicht auf einer intellektuellen Ebene. Intellektuell kann man es auch nachvollziehen, aber auf einer gefühlten Ebene, dass wir uns einfach verbundener fühlen mit anderen Wesen, mit dem Leben. Wenn wir erkennen, dass das Glück oder Unglück anderer Wesen immer auch unser Glück und Unglück ist, dass wir nicht einfach getrennt sind, dass wir nicht so ein separates Ich sind, so ein Selbst sind, dann wird sich das auch auf unsere Handlungen auswirken. Also die liebende Güte trägt wirklich dazu bei, diese Ich-Illusion, über die wir im Buddhismus oft sprechen, diese Idee eines separaten Selbsts ein bisschen aufzuweichen und zu durchschauen. Und dann gewinnen wir mehr und mehr die Einsicht, dass diese Idee, dass wir so ein separates, abgetrenntes, solides Ich sein, das sich ständig verteidigen und behaupten muss, nur eine Konstruktion ist. Und dann erkennen wir, wie wir wirklich total verwoben sind mit allem, mit dem ganzen Universum.
Das ist ein ziemlich bekanntes Zitat von Albert Einstein. Ein Mensch ist ein räumlich und zeitlich beschränkter Teil des Ganzen, das wir Universum nennen. Er erlebt sich selbst und sein Denken und Fühlen als getrennt vom Rest in einer Art optischen Täuschung seines Bewusstseins. Diese Wahnvorstellung ist ein Gefängnis, das uns auf unsere persönlichen Bedürfnisse und die Zuneigung zu einigen uns nahestehenden Menschen beschränkt. Es muss unsere Aufgabe sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Radius des Mitfühlens für andere ausweiten, so dass es alle Lebewesen und die gesamte Natur in ihrer Schönheit umfasst. Niemand kann diese Aufgabe vollenden, vollends erfüllen, doch gerade die Anstrengungen, dieses Ziel zu erreichen, sind ein Teil der Befreiung und ein Fundament für innere Zuversicht. Also wenn uns durch die Praxis von liebender Güte unser Herz aufgeht, wenn wir uns weniger abgeschnitten fühlen vom Leben, weniger separat, dann erkennen wir auf einer intuitiven Ebene, dass das Leben wirklich ein unfassbar kostbares Zusammenspiel vieler, vieler Wesen und Bedingungen ist, wie alles miteinander verbunden und voneinander abhängig ist. Ajahn Buddhadasa, er war ein sehr berühmter thailändischer Meister des letzten Jahrhunderts, schrieb dies: Der ganze Kosmos ist eine Kooperative. Die Sonne, der Mond und die Sterne leben zusammen als Kooperative. Das Gleiche ist wahr für Menschen und Tiere, Bäume und die Erde. Wenn wir realisieren, dass die Welt ein gemeinsames, gegenseitig abhängiges, kooperatives Unternehmen ist, dann können wir eine noble Umwelt aufbauen. Wenn unser Leben nicht auf dieser Wahrheit basiert, dann werden wir untergehen. Also, wenn wir eine solche Perspektive haben, das ganze Leben als Zusammenspiel, Zusammenwirken, dann werden wir ganz natürlich auch so handeln, dass es zum Wohl des Ganzen ist, dass wir beitragen können, dann sind wir nicht mehr nur daran interessiert, was krieg ich für mich daraus, wie kann ich für mich am meisten ansammeln und absichern, dann entwickeln wir einen tieferen Wunsch, anderen Wesen zu helfen und etwas zu dieser Welt beizutragen. Dann werden wir auch sensibler für die Konsequenzen unserer Handlungen für das Ganze. Was sind die Folgen meiner Handlungen? Nicht nur für mich persönlich, für mein Umfeld, für die Natur, für den Planeten. Wir werden achtsamer, freundlicher, rücksichtsvoller im Hinblick auf unseren Konsum, auf unsere politischen Entscheidungen. Alles. Es gibt nichts, was außerhalb der Dharma-Praxis ist. Also es gibt da so viel, was man dazu sagen könnte, aber ich glaube wirklich, dass diese Freundlichkeit nicht Halt machen kann irgendwo, dass man sie irgendwo limitieren kann. Wenn wir Freundlichkeit kultivieren, dann ist die Tendenz in der Freundlichkeit, dass sie wachsen will und immer einschließender werden will und immer wieder fragt, ah, und du? Ah, wie geht's denn dir? Ach, und du auch? Und man will immer mehr Interessen unter einen Hut bringen und versuchen, einen Weg zu finden, wie man zusammenleben kann. Und wir leben heute wirklich in einer Zeit, wo wir ja eine Krise dieses Zusammenlebens erleben. Und ich glaube, es ist einfach höchste Zeit. Es ist so, so dringend, dass wir alle aufwachen aus einer sehr limitierten, selbstzentrierten Sicht und wirklich immer wieder bei uns prüfen, okay, wie lebe ich und was sind die Folgen meines Tuns für das große Ganze.
Und eigentlich macht uns das glücklich, wenn wir so leben können. Es macht uns viel, viel glücklicher, als wenn wir riesige Berge von irgendwelchen Konsumartikeln aufgetürmt haben. Wie kann ich glücklich sein und einfach meinen kleinen Luxus genießen, wenn ich weiß, dass da draußen auf der Welt Leute sind, die sitzen in irgendeinem blöden, schrecklichen Flüchtlingslager in Griechenland, wenn ich weiß, da werden Menschen in der Türkei oder in anderen Ländern gequält. Wenn ich solche Dinge weiß, wenn ich weiß, wie der CO2-Gehalt in der Luft zunimmt und zunimmt und zunimmt von Jahr zu Jahr, dann kann ich doch nicht einfach sagen, ach, zum Glück habe ich jetzt mein schönes Wohnzimmer und mein Jacuzzi und feines Essen und meinen tollen Drink. Das geht nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das, aber wenn uns das Herz aufgeht, dann halten wir das wie nicht mehr aus. Dann merken wir, mein Glück ist nicht unabhängig von dem Glück der anderen. Und ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch etwas beitragen möchte. Eigentlich. Es ist oft halt auch ein Gefühl von Ohnmacht, dass Menschen das Gefühl haben, ach, ich kann ja doch nichts. Diese Welt ist zu kompliziert für mich. Ich, kleines Würmchen, kann ja eh nichts beitragen. Aber wir alle haben Fähigkeiten. Wir alle haben unsere ganz speziellen Potenziale, unseren ganz speziellen Beitrag, den wir leisten können. Und ich glaube, es gehört auch ein bisschen zu einer Aufgabe fast des Menschen, dass wir anfangen zu erkennen, was könnte denn mein Beitrag sein. Das ist sehr, sehr individuell. Vielleicht müssen ein paar Menschen töpfern und andere Kochbücher schreiben, die Dritten müssen auf Schornsteine klettern und Plakate aufhängen. Es ist sehr, sehr individuell. Wir können nicht alle das Gleiche tun. Aber ich glaube, dass jede und jeder von uns herausfinden kann und sollte, was könnte denn meine Form sein. Ich habe gerade letzte Woche den Film gesehen über Bruno Manser. Ich weiß nicht, ob er auch in Deutschland läuft. Bruno Manser war ein sehr bekannter Aktivist, der sich gegen die Abholzung des Regenwalds in Malaysia eingesetzt hat. Über viele, viele Jahre. Ist ein sehr, sehr schöner Film. Also man sieht sehr viele Bilder aus dem malaysischen Urwald. Und ich meine, der hat einfach seine Mission gefunden. Der hat 6 Jahre lang bei diesen Eingeborenen gewohnt, bei den Penan in Malaysia. Und deren Lebensraum wurde, obwohl es ursprünglich geschützt war, immer mehr bedroht und einfach abgeholzt, weil man das Holz wollte für Tropenholz hier im Westen. Und er war einer der Ersten, die sich da enorm eingesetzt haben. Heute sind 90% abgeholzt. Es ist einfach schrecklich. Es ist so schlimm, aber er konnte wenigstens dafür sorgen, dass noch ein kleines Gebiet übrig geblieben ist, aber wenn man einfach sieht, das Ausmaß der Zerstörung, oder? Das ist schon verrückt. Und ganz viel Urwald wird, wie ihr vielleicht wisst, immer noch abgeholzt, damit wir hier Palmöl in der Margarine oder in unseren Produkten haben. Also, wir alle sind da total verwoben, ja? Man muss nur ein bisschen die Augen aufmachen, ein bisschen die Ohren aufmachen, dann fängt man an, diese Zusammenhänge zu sehen. Ja, also wir alle, glaube ich, können wirklich schauen, wo wir unseren ganz spezifischen Beitrag machen können. Es gibt so vieles, was man positiv tun kann. Ich möchte abschließen mit ein paar Zeilen von Nelson Mandela. Einen Teil habe ich euch schon vorgelesen. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere. Wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Die Güte des Menschen ist eine Flamme, die zwar versteckt, aber nicht ausgelöscht werden kann.
Eine Sache, die ich gelernt habe, während ich verhandelt habe, war, dass ich andere nicht ändern kann, solange ich mich nicht selbst geändert habe. Feindseligkeit ist wie Gift zu trinken und dann zu hoffen, dass es deine Feinde töten wird. Doch hat ein Mensch einmal beschlossen, sich selbst zu helfen, kann ihn niemand mehr aufhalten. Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen. Menschen müssen zu hassen lernen. Und wenn sie zu hassen lernen können, dann kann ihnen auch gelehrt werden zu lieben. Denn Liebe empfindet das menschliche Herz viel natürlicher als ihr Gegenteil.